So, hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mass Effect Andromeda. Ich habe das Spiel eine Weile nicht gespielt, einfach weil mich das letzte Mal so übelst angepisst hat. Anderthalb Stunden Gameplay verloren und dann habe ich euch ja halt dieses kleine süße Video zusammengeschnitten. War ein bisschen ärgerlich und zwar sehr doll. Ich überlege gerade, was machen wir mitgehen in die Maschine in der Tempest, die Jagd auf den Archon. Genau, das ist nämlich jetzt so eins von den Sachen, die man machen könnte. Wir könnten natürlich auch einige von den Sachen noch machen, die mit Pibi zu tun haben. Oder, obwohl, nee, hier müssen wir warten. E-Mails lesen. Okay. Salarische Arche. Ja. Liam. Gitarre für Außenposten prüfen. Muss eben auf Aya mit Pibi quatschen. Ah, so viel zu tun. Aber ich wollte hier, glaube ich, auf dem Planeten noch einige. Ach Quatsch, nicht. Ah ja, von Kadara. Gestohlene Turbinenteile finden. Genau, ich wollte hier die Quests machen, einfach damit der Planet bewohnbarer wird. Wie muss man da hin? Aber ist eine Ecke weg, hä? Das ist eine Ecke weg. Obwohl, es geht eigentlich. So weit ist das gar nicht weg. So, wo ist denn hier mein Auto? So, lass mich mal hier rein. Damit der Planet bewohnbarer wird, damit wir storytechnisch auch ein bisschen weiter hier kommen. Weil man hier quasi auch so eine Fraktion für sich gewinnen kann. Und das war eigentlich schon irgendwie mein Plan, das zu machen. Warum sind hier so viele dicke Monster unterwegs? Ich glaube, ich komme hier nicht rüber, oder? 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 Ich muss mich immer noch für Katis um die versprengten Ketten kümmern. Entspann dich, Fräulein. Wir machen ja schon alles. Das dauert alles seine Zeit. So quasi Stück für Stück. Was ist denn das hier? Vielleicht kann man mit den Plünderern vernünftig reden. Aha. Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht dein Ernst. Wir müssen mit dem vernünftig reden. Hallo? Oh Gott, warte. Was ist das für ein Teil? Dieses Fahrzeug ist geländegängig und kann einen Frachtanhänger ziehen. Okay. Ist das in die Richtung? Hier ist doch irgendwas. Naja, Tod ist auch irgendwie vernünftig. Okay. Warum sind die hier alle tot? Guck mal, was haben die denn dabei? Nehmen wir einfach alles mit, ne? Jemand war vor uns da. Und hat Ashlyns vermisste Teile zerstört. Was zur Hölle war das? Oh, well, of course. Jesus. Überbring dir App. Schlimm die schlechte Nachricht. Ja, das machen wir. Aber zuerst muss ich erstmal wieder zu meinem Auto kommen, ja? Das ist ja toll, ja? Da kommst du ja extra hin und hat irgendwer anders das auch schon wieder gemopst. So. Kann ich schnell reisen dahin? Ach, so weit weg ist das gar nicht. Obwohl, ich glaube, ich komme hier nicht rüber. Es leben die Schnellreisepunkte. Ich glaube, das sage ich bestimmt 500 Mal in jedem Video. Aber definitiv, sie sind von Vorteil. Bestens. Die alten Rohrleitungen knirschen ein wenig. Sonst nichts. Sogar der Großteil meiner Innereien ist synthetisch. Ich würde sie ersetzen lassen. Aber wahrscheinlich gilt hier draußen die Garantie nicht mehr. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die Garantie hier draußen definitiv verfallen ist, mein Lieber. Aber gut, muss man halt Abstriche machen, ne? So, hier pfeffern wir einfach durch, das interessiert uns gar nicht. Temperschwelle! Einfach umgefahren. Ach ja, ich glaube, es ist echt gut, dass ich noch keinen Führerschein habe. Ich glaube, das wäre grenzwertig. Sogar hier, ne? Ja, hier vorne ist er. Ups. Hey, Girl.
Schlechte Neuigkeiten. Ich habe ihre Plünderer gefunden. Tot. Ein Koloss hat sie erwischt. Und die Turbinenteile? Zerstört. Nur noch Schrott. Naja, zumindest wird mein Gierantrieb nicht von einem verdammten Plünderer benutzt. Danke, Pathfinder. Mhm. Was halten Sie von Cadera? Es riecht wie faule Eier und saure Milch. Dann bereuen Sie es also, dass Sie den Nexus verlassen haben? Pathfinder, ich bereue, dass ich die Milchstraße verlassen habe. Aber ich habe auf Cadera eins gelernt. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu bereuen. Wer nicht in der Gegenwart lebt, stirbt bei den Gedanken an die Vergangenheit. Wer betreibt den Windpark? Er ist ein gemeinsames Projekt. Alle helfen mit, damit die Turbinen laufen. Aber ich und der Salarianer, wir sind die einzigen ausgebildeten Techniker. Es ist daher natürlich, dass wir das Sagen haben. Hat der Salarianer auch einen Namen? Ja. Und wenn er jemals freundlich zu mir wäre, würde ich ihn auch benutzen. Bis dahin bleibt er einfach der Salarianer. Okay. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Genau, pass auf dich auf. Wir sind ja schon, also ne, Lebensfähigkeit plus heute aktuell 65% ist schon mal zumindest nicht super kacke. Kadara, was haben wir noch hinterher nach Hinweisen auf Suchen, dass sich die Cat auf Kadara befinden? So, dann machen wir jetzt das hier. Was ist denn das? Wo muss man da hin? Also erstmal müssen wir definitiv in unser Auto. Ja, sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal, wo ist denn das hier? Hier unten. Okay, na dann gucken wir hier hin. Also ich will das hier benutzen. Lass mich das benutzen, bitte. Ja. Und dann fahren wir da irgendwie hin. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte wütender sein. Wozu sollte das gut sein? Wut verbessert nichts. Und irgendwann müssen Sie sich zusammenreißen und in Ordnung bringen, was in Ordnung gebracht werden muss. Das stimmt. Bei Ihnen... Das stimmt, Schnäckchen. Falsche Richtung. Mag das so sein. Darum haben Sie auch die Nexus verlassen. Aber es ist schwieriger, etwas in Ordnung zu bringen, das man nicht ändern kann. So viele Höhlen. Das reinste Paradies für Schmuggler. Diese Technologie gehört keiner der Gruppierungen Canderas, Pathfinder. Ihre Besitzer sind vermutlich Kriminelle. Na, dann lassen wir die Kriminellen mal lieber in Ruhe. Dort drüben ist eine Höhle. Vielleicht finden wir da drin ja irgendwas. Wo ist eine Höhle? Hab die Kinohöhle gesehen. Aber ja, Schnecke, wir gucken demnächst mal. Wenn das so weitergeht, gehen uns irgendwann die Shuttles aus. Hier hatte jemand ernste Schwierigkeiten. Hallo? Oh, der lebt sogar noch. Wer ist da? Hamas, bist du das? Nee. Nicht sprechen. Wir bringen sie in die Stadt zurück. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Es ist zu spät. Ich will mich einfach nur ausruhen. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Es waren die Cat. Sie haben uns überrascht. Sie haben alle getötet. Ion hat am längsten durchgehalten. Sie wussten nicht, dass ich noch lebe. Ich habe gesehen, wie sie unsere Waren geplündert haben. Dann sind sie aufgebrochen. In Richtung Hügel. Was ist in den Hügeln? Haben die Cat dort eine Basis? In den Hügeln ist gar nichts. Ich weiß nicht. Wir haben nie etwas von einer Basis gehört. Sloan sagt, auf Kadara gäbe es keine Cat mehr. Was haben Ihnen die Cat gestohlen? Ich weiß es nicht. Vorräte, Waffen, erbeutete Schiffsteile. Sie können sich jetzt ausruhen. Danke. Ich wünschte... Katis, hier ist Ryder.
Ihre Cat-Gerüchte stimmen. Wir sind gerade auf eine Karawane gestoßen, die sie angegriffen haben. Verdammt! Ich hatte wirklich gedacht, wir hätten alle erwischt. Einer der Verwundeten sagte, sie wären Richtung Hügel gezogen. Ich werde das überprüfen. Ich helfe bei der Suche. Hole mir nur schnell ein Shuttle. Okay, sexy Schnitsche. Was steht denn hier? Ein angarisches Raumschiff, das schwere Schäden an der Hülle aufweist. Wahrscheinlich durch mehrere Treffer von Kettwaffen. Naja. Na gut. Hier liegt noch ein Toter rum. Oh. So. Na dann, Freund, du liegst hier einfach rum. Passt schon. Der ist auch einfach nur tot. Der liegt einfach nur rum. So, wo müssen wir hin? Da lang. Was aus der Milchstraße vermissen Sie am meisten, Vetra? Das Wissen, wie alles funktioniert. Zu Hause kannte ich die Politik, die Leute, die Orte. Hier ist alles neu. Man kann das System nicht nutzen, wenn man... Kettspuren. Sie führen in diese Hügel. Wo sind sie denn hin? Ah ja. Na ja, gut, dass meine Web das anzeigt. Entschuldigung, wenn ich das Gespräch jetzt hier von den beiden unterbrechen musste. Wir sind auf dem richtigen Weg. Sie laufen alle zu Fuß, oder wie? Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Diese Technologie ist auf keine der beiden Gruppierungen Kedaras registriert, Pathfinder. Noch mehr Spuren. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Ah, eine Höhle. Oh, convenient. Ja, hört auf, mir auf den Keks zu gehen. Hier ist keine Sehen Zeit. Sie die Höhle? Ein guter Platz für ein Versteck. Ich wette, die Cats sind da drin. Katis, ich glaube, ich habe was gefunden. Schicke jetzt den Nervpunkt. Oh ja. Definitiv. Hallo? Sind wir ein klein wenig ungeduldig? Sloane, sie hätte ich hier nicht erwartet. Sie wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich lasse meine Kämpfe nicht von anderen austragen. Und schon gar nicht von einem Schoßhund der Initiative. Oh, sehr süß. Sie wollen mich hier nicht? Klären Sie das mit Katis. Oh, das werde ich. Das reicht jetzt. Bringen wir es hinter uns. Du bist so ein Griesgram, wenn du dir Sorgen machst. Jede Sekunde, die du nicht im Hafen bist, ist eine Gelegenheit für das Kollektiv. Der Pathfinder und ich kriegen das auch. Was war das? Sie wissen, dass wir hier sind. Machen Sie sich bereit. Fein denn. Oh, boom, Schakalacke. Oh, Entschuldigung, Katis. Ich wollte jetzt nicht dich abschießen. Netter Schuss. Cat. I'm so in love with Victorians. Kannst du meinen Roboter haben, bitte? Da sind Cat. Ist mein Roboter da? Ja. Wie erbärmlich. Boah, Sloane, du bist schon sehr sympathisch, ne? Sieht ganz gut aus, hä? Zur Tempest zurückgehen. Sloane, Kelly. Okay, dann lassen wir mal die Leichen verschwinden. Gute Idee. Es braucht ja schließlich keiner zu wissen, dass sich Cat direkt vor ihrer Nase versteckt hatten. Richtig. Und ich weiß ihre Diskretion zu schätzen.
So, tja. Also die sind jetzt hier am Aufräumen, die wollen die Leichen wegschaffen, einfach, damit niemand weiß. Hups, hier waren ja doch noch so ein paar Ketten, ne? Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Dann laufen wir einfach den gleichen Weg wieder zurück. Ich weiß nicht, Sloan Kelly mag ich absolut nicht. Die ist einfach richtig bitchig, die Frau, ja? Die geht mir echt auf Keks. Also richtig hart auf Keks. So, Cages, Babe. Süß, dass du mich verteidigt hast. Ah, ich liebe Doriana, verdammte Axt. Ich glaube, ich muss echt nochmal die ersten Mass Effect-Teile spielen, einfach wegen Garrus, meinem Liebling. So. Was haben wir denn hier noch auf Kadara? Besiedlung von Kadara, zur Tempest zurückkehren. Bevor Kadara in Ausbruch errichtet werden kann, müssen sie das Problem der Wassertoxizität lösen und der zunehmenden Rivalität zwischen Verbanden und dem Kollektiv ein Ende machen. Ah, die Frau. Oh ja. Wo ist denn die? Wo gurkten die rum? Die ist hier mitten im Nirgendwo. Na, das ist ja praktisch. Jedes Mal, wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen weniger. Das macht es nicht weniger, wahr? Die zwei sind so lustig zusammen. Ich muss euch sagen, ich habe echt gerne die gute Vetra dabei. Weil die ist halt cool, ja? Die ist halt einfach eine coole Socke. Und ich mag halt Jarl auch echt gerne. Kampfbereit machen! Aber ich weiß echt noch nicht, wen ich romanzieren soll. Das ist alles so schwierig. Aber eigentlich hätte ich gerne Vetra, ja? Einfach Turian Love und so. So. Hey. Wieder zurück. Der Nav-Punkt war eine Falle. Eine Falle? War das Lager nicht dort? Sie haben mich in einen Hinterhalt geschickt. Ich habe Sie nirgendwo hingeschickt. Ich habe eine Position geliefert. Sie haben beschlossen, dorthin zu gehen. Ich bin für das Handeln meiner anderen Kunden nicht verantwortlich. Andere Kunden? Ich habe den Nav-Punkt mehrfach verkauft, möchte aber zur Verteidigung anführen, dass es unerwartet war, dass sie alle gleichzeitig dort auftauchen. Ah ja. Ich will meine Credits zurück. Tut mir leid, Schätzchen. Rückerstattungen gibt's bei mir nicht. Außerdem haben sie doch ihre Waffen bekommen. Aber ich mag keine unzufriedenen Kunden. Ich gebe ihnen einen Rabatt für ihre Unannehmlichkeiten. Das ist mehr als fair. Na, wenigstens das, Fräulein, ja? Ich will das haben. Das. Das nicht. Kann ich super viel Material kaufen. So. Gib mir das. Ja. Dankeschön. Bitch. Obwohl, warte mal. Ich habe etwas. Du hast was für mich. Das ist ja schön. Ich möchte gerne mal meine Bergungsscheiße hier verkaufen. Ah, so, okay. Dann lass uns mal zurück auf die Tempest gehen, würde ich sagen. Zumindest muss ich E-Mails lesen, wie es aussieht. Wo ist denn meine Tempest? Meine Tempest ist... irgendwo. Wo ist denn meine Tempest? Jesus. Oh, warte. Ich muss hier... oh, nö, ich muss so blöd dahin, ne? Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Aber macht ja nichts. Brauchen kann ich. Naja, gerne mal rumfragen. Ach, kommen Sie. Ich wette, Sie haben irgendwo eine Kiste mit Ersatzteilen. Sie haben mich durchschaut. So, kann ich hier irgendwie von hier aus auf die Tempest? Bestimmt nicht, ne? Ich muss jetzt da echt reingucken. Nee. Okay. Aber ich will hier nicht durch. Ich hüpfe einfach über den Zaun. Das ist doch viel einfacher. Oh. Oh, oh. Hier geht's ab. Das habe ich vorher noch nicht gesehen, glaube ich.
Zumindest war mir nicht so. So, Tempest, E-Mail-Postfach klären, dann kriegen wir neue Quests, glaube ich. Pathfinder, Sie haben verpasste Anrufe auf der Tempest. Schauen Sie bitte vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Habe ich vor, Darling, alles entspannt. Sie wissen nicht, dass ich ein Bulle war. Jetzt bin ich keiner mehr. Kein Problem. Du warst also Bulle, Costa, Mensch. Gut zu wissen. Oh, jetzt dauert es ja wieder so lange, die Türen aufzumachen, ne? Oh, I love it. Oh, ich überlege gerade, wo war denn? Nee, der war ja. Das ist Straßenraubbahn. Halt auf, sei Teil der Lösung. Ich glaube hier lang. Ich glaube hier lang. Obwohl. Ach scheiße, ich hätte ruhig mal gucken können nach. Ja, ich müsste zur Tempest zurück. Ich hätte definitiv schauen sollen, ob Dings da ist. Ach, mach mal spät. Machen wir später. Oh, du bist wohl. Oh, nee, du bist auf Kadara zurück. Ach. Warum einfach, wenn es auch super umständlich geht? Wir können ja einfach jetzt kurz hochgehen und dann gehen wir wieder runter und dann gucken wir, ob der irgendwas für uns hat. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Oh. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kadara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Erladen. Die Lage ist ernst. Okay. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Och, Maus. Ich würde nicht ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Ich weiß, dass es frustrierend ist, mit so vielen Unbekannten zu operieren. Aber wir müssen einander zuhören. Okay, und wenn wir schon dabei sind. Ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kadara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein. Das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Perfekt. Denn wenn ich mich mit etwas auskenne, dann ist es der Kampf gegen Piraten. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer, geben Sie Kello die NAV-Punkte für Erladen und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey, von Wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Deine Autorität ist wieder sehr hoch, wie es aussieht. Bitcoin. Momentan sind keine Kontakte. Okay. Dann muss ich jetzt wohl zu meinen E-Mails. Kurz. Und dann können wir wieder runter zu Kadara. Ich wähle eine erhöhte Kalorien. Und dann gucken wir weiter. Joel. Hey, Joel. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Wenn Sie dann mit allem klarkommen? Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Okay. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint meinen Rough-Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer?
Ich könnte für Drug einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Wer hätte so etwas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Joe, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Also, ich finde Sie großartig. Aha. Doch, wirklich. Da werde ich ja gleich rot. Sieht man gar nicht. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Mhm. Sexy Schnittchen. Wie sieht's aus, Corvin? Nix von uns? Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Ah, da will ich aber gleich mal gucken. Ich werde es tun. Ich habe sämtliche Tests durchgeführt. Sie ist ungiftig. Wenn wir hier leben wollen, muss jemand das Risiko eingehen und versuchen, etwas zu essen. Doch. Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran, ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten, nichts Scharfes. Danke, Lexi. Stimmt etwas nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Ich... Was? Sagt Ihnen der Begriff Leck-Test etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Falls Sie glauben, dass Sie deshalb allein sind, irren Sie sich. Danke. Es bedeutet mir viel, dass Sie das sagen. Es tröstet mich, dass ich hier Freunde gefunden habe. Und falls Sie mich je brauchen sollten, bin ich für Sie da. So, dann schauen wir unsere E-Mails an. Oh, Jesus. Wirklich. Oh, okay. Okay, 150.000 E-Mails. Dann gucken wir doch mal. Das klingt gut, Kleiner. Ich dachte, ich zeige Ihnen, was Trux mir gesendet hat. Eine Transkription eines Audiologs, wegen dem ich mir Sorgen um die Kolonie mache. Klingt so, als würde Mordor was im Schilde führen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mordor, ich will nicht länger herumstreiten, Prank. Es wird Zeit, es in der Initiative heimzuzahlen, Prank. Was dies doch gar nicht an uns interessiert. Mordor, das wird sich ändern. Bald werden alle wissen, dass ich Overlord bin. Und sobald ich meinen Plan umsetze, wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die Kroganer über Helios herrschen. Und dann werden sie kommen und um Gnade bitten, Sandberg. Okay, Mordor, ich stelle ein Team zusammen, beschaffen sie alles, was sie brauchen. Mordor, kein Kroganer beugt je wieder sein Haupt vor der Nexus. Das ist unschön. Was? Von Joel. Warte, ich habe Liam und Phoebe und Lexi eine Geschichte erzählt, die uns
die Mütter immer erzählt haben, als wir noch klein waren. Sie stammt aus unseren mündlichen Überlieferungen aus der Zeit vor der Geißel. Die Crew sagte, ich solle sie aufschreiben, damit sie in das Kulturzentrum der Nexus aufgenommen werden kann. Das ungezogene Kind. Es war immer ein Kind, das sehr stur war und auf keinen Rat hören wollte. Nicht von seinem Vater und nicht von seinen vielen Müttern. Eines Tages schlich er sich auf der Suche nach Abenteuer an Bord eines Raumschiffs mit unbekanntem Ziel. Das Kind war mutig und nach Abenteuer zu streben. Doch es wurde zusammen mit dem Müll abgeworfen. Es erfror im kalten Vakuum des Weltraums und es geschah ihm recht. Ende. What? Ich weiß nicht, warum die Geschichte der Crew so gefallen hat. Sie ist schrecklich und dient nur dazu, Kinder zu ängstigen, damit sie gehorsam bleiben. Ist so etwas in ihrem Volk nicht bekannt? Wie verhindern Menschen, dass Kinder Schaden nehmen? Antwort, Crew ist eine Matriarchin von Drag. Es war eine Betrugsmasche. Tun Sie mir einen Gefallen und erzählen Sie Vetra nichts davon, okay? Ah ja, Credits einer Matriarchin von Shrek. Als ich das letzte Mal auf Kedera war, bin ich in Corollas dieser Asari begegnet, die mich bei einem kleinen Ding mitmachen lassen wollte. Anscheinend gab es eine Matriarchin, die auf der Nexus hergekommen ist. Nur ist sie in der Stase gestorben. Mein Kontakt sagt, ihr stünden die Credits der alten Dame zu. Jede Menge Credits. Und jetzt kommt's. Sie will sie mit mir teilen. Aber es gibt einiges an Behördenkram zu erledigen. Transfergebühren. Und sie hat Schwierigkeiten, die nötigen Credits dafür aufzubringen. Hat mich gefragt, ob ich die Transfergebühren übernehmen kann. Ich wollte Vetra mit an Bord holen, aber sie sagt, es wäre eine Betrugsmasche. Ich bin mir da nicht so sicher. Für mich klingt es nach einer guten Gelegenheit. Und dann, naja, direkt in die Hose gegangen, ne? Was? Kultureller Austausch, der Nexus. Anpassung. Wir bereiten derzeit den Besuch des ersten angarischen Botschafters auf den Nexus vor, Isa de Nava. Trotz der Wichtigkeit ihrer Pflichten hoffen wir, dass ihr nächste Rückkehr auf die Station mit seinem Besuch zusammenfällt. Ein herzliches Treffen zwischen dem Pathfinder, der Aya entdeckt hat, und dem angarischen Botschafter könnte den Ton künftiger Beziehungen prägen. Hochachtung vor Lorna. Denken schon Pops. Unser letztes Gespräch. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich hoffe, ich bin nicht weinerlich rübergekommen. Hätte mein Leben anders verlaufen können? Klar, ich hätte einen Vater haben können, eine Mutter, eine strenge Erziehung und beste Aussichten auf turianische Beamtenlaufbahn mit gestärkten Kragen und strikten Gehorsam. Was ich sagen will, anders ist nicht immer besser. Ich bereue nichts oder was ich getan habe, um an diesen Punkt zu kommen. Ich bereue es auch nicht, hergekommen zu sein. Über Kedera von Vetra. Hey Ryder, einer meiner Freunde von Kedera hat mir eine Liste mit Tipps geschickt, wie man dort überleben kann. Das meiste ist gesunder Spezienverstand, aber es sind ein paar echt nützliche Sachen dabei. Niemand weiß, wer der Scharlatan ist. Fragen ist gefährlich. Im Umgang mit Sloan und jedem, der für sie arbeitet, ist größte Vorsicht geboten. In der Politik auf Kedera geht es weniger darum, wer den größten Stock hat und mehr darum, wer seine Stücke auf möglichst kreative Weise einzusetzen. Oh nein, okay. In den Slums gibt es einen winzigen Laden, in dem man die besten Tassen Kyloa auf dem Planeten bekommt. Niemals Kyloa mit anderen Stimulantien mischen, egal was andere sagen. Geht nur für Menschen. Auf gar keinen Fall jemals der Barkeeperin Umi sagen, überrasch mich. Okay, was wegen Sia von Reyes. Falls Sie sich fragen, mein Frauengeschmack hat sich verbessert, seit ich die Sache mit ihr beendet habe. Das war die Olle, die uns angegriffen hat, also seine Ex-Freundin, ja. Sie machen Wellen von Race. Ich habe im Tartarus und im Port erzählt, wie professionell sie mit den Roker umgegangen sind. Natürlich habe ich ein wenig ausgeschmückt und meine Beteiligung unterschlagen. Ich will ihnen ja nicht das Rampenlicht stehen. Nicht, dass ich das könnte. Sie sind echt eine Nummer, Ryder. Was ist das denn Schönes? Von Sidera Nix. Lieber Pathfinder, ich bin Vetras Schwester, Sidera, aber alle nennen mich Sid. Ich weiß, dass es nicht gerade dem Protokoll entspricht, den Pathfinder einfach über eine persönliche Konsole zu kontaktieren, aber Vetra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere, und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor, die nicht zusammenpassen, und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären, können wir uns persönlich unterhalten. Ich bin in der Einsatzzentrale, danke. Einsatzzentrale, what? Bitte suchen Sie mich auf, von Captain Dunn. Weiter, bitte suchen Sie mich auf dem Hyperion-Deck auf, um über eine heikle Angelegenheit zu sprechen. Okay. Fehlerträge ist eine gestört. Einladung. Unbekannter Absender. Hallo Ryder, ich muss mich kurz warten, aber ich habe erfahren, dass mein Virus funktioniert hat und die Verbindung zu Sam unterbrochen wurde. Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Wir sollten uns persönlich unterhalten. Der Nachpunkt für unsere Zuflucht auf Kedera liegt bei. Das Virus war nur der erste Schritt. Sie können eine starke Verbündete bei unserem künftigen Unternehmen sein. Neid. Ah ja. Diplomatische Bemühungen auf Aya. Direktor Jean Tan. Oh, Tan. Tan ist doch dieser Affe. Als wir unsere alte Heimat verlassen haben, war es nicht vorgesehen, dass wir mit einer Alien-Zivilisation um einen neuen
verhandeln müssen. Es ist entscheidend, dass wir die Angara beschwichtigen und auf unserer Seite halten. Sie haben für uns eine Botschaft auf Aya eröffnet und unser diplomatisches Team lebt sich dort bereits ein. Ich zähle darauf, dass sie unseren Erfolg gewährleisten. Sie haben Kontakt mit dem Anführer des Widerstands, der Moschei und der Gouverneur von Aya etabliert. Tun Sie Ihr Möglichstes, um alles über die Leute und ihre Unterstützung in Erfahrung zu bringen. Je besser wir die politische Struktur von Aya verstehen, desto mehr Erfolg werden wir dabei haben, uns ihre Hilfe bei der Kolonisierung von Helios zu sichern. Oh, Hinweis auf die Arche Nathanus. Ryder, ich höre Gerüchte, dass Bergungssammler auf einem Planeten namens Eladen Teil einer Arche gefunden haben. Vielleicht ist nichts dran, aber wir sollten uns der Sache nachgehen. Rufen Sie mich an. Ryder, danke noch einmal für die Hilfe mit Sia und dem Roker. Ich bin Ihnen etwas ganz Besonderes schuldig. Und ich glaube, ich habe genau das Richtige. Rufen Sie mich doch mal an. Hallo, wo sind wir denn hier? Was will die Moschei denn von uns? Pathfinder Jar hat mich wissen lassen, dass Sie sich mit Axel treffen möchten. Es ist lange her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er wurde durch die Cat derart verändert, dass es schwierig wurde, sich mit ihm zu unterhalten. Aber vielleicht ist genügend Zeit vergangen und wir können gemeinsam an seine Vernunft appellieren. Ich habe ein Treffen in meinem Labor auf Aya organisiert. Bekommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Sid. Von Ryder. Ryder, es ist eine verschlüsselte Nachricht von Sid eingegangen. Sie will mit uns sprechen. Es klingt wichtig. Wir brauchen sie dafür, also kommen sie vorbei, wenn sie Zeit haben. Arche der Asari. Hallo Ryder, ich habe einen Durchbruch erzählt, was die Position der Asari-Arche angeht. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich zu mir auf die Tempest. Jesus, so viel zu tun. Meine Güte, so viel zu tun.